Und ich muss sagen, gut abgepackt. So, können wir weiter. Und die Witze vom Kellner leicht abgeflacht. Der Rhyminator. Ich schieße immer nicht die ganze Zeit. Ach, Arsch, hier und angegriffen, Mann. Bei guten Reifen bin ich gut dabei, Alter. Also, Jusen, und abgekackt ist guter Reifen. Warum hast du einen gesehen? Oder Jusen, hast du jemanden gesehen, der uns angegriffen hat? Weißt du, warte doch mal bitte, ich muss mal was essen und was trinken. Der Nächste, der jetzt essen und trinken. Ja, Digga, du kannst doch einfach mal. Ich hab uns beschützt. Die ganze Karte laufen. Alarm halluzinieren, ja. Ja. Hast du einen gesehen? Ich hab keinen gesehen. Mir läuft die ganze Zeit nur Calvin hinterher. Ja, macht ja, auch schön. Gut, ne? Vielleicht, weil du es gesagt hast, bitte lauf hinterher. Habt ihr jetzt eigentlich die Dreibeinige über den Haufen geschossen? So, Lars. Nö, die macht ja, doch ein paar Liegestütze, hat sie gesagt. Sehr schön, Jusen. Okay, ich bin fertig, ich bin hinter Jusen. Können wir jetzt los? Ja. Wir sind ready. Nein, ich würde gerne erstmal was essen und trinken. Nein, Alex, jetzt nicht. Warte, dass wir da sind. Ach, nee. Ist ja hier sehr schwer verwirrend bei euch. Also, falls du nach Logik suchst, hier findest du sie nicht. Aber dafür Willkommen, viel Humor. So, David, wie weit ist es denn noch? Naja, wir haben jetzt die Möglichkeit, links oder rechts abzubiegen. Entweder gehen wir zu dem grünen Punkt oder zu dem lilanen Punkt. Also, wenn du 30% von dem Gespräch verstehen möchtest, kannst du ja den Stream von Peiler anmachen. Die anderen 70% sind einfach nur blöd Laber. Peiler ist kreativ G-Man. Gelaber. Genau, G-Man. Ja. Bei Twitch und Facebook und bei Insta. Ja, genau. Haut meine Werbung raus, danke Leute. Ihr seid toll. Und bei OnlyFans ist er auch ab und zu. Ja, aber nur mit Jusen zusammen. Aber auch nur oben ohne, Alter, weil wir sind schüchtern. Aber sind schöne Dissu-Bilder. Bei YouPorn heißt er G-Midman. Genau, G-Man in New Zealand. Das ist unser französischer Titel. Da haben wir mal Urlaub gemacht. Oh Mann. Sehr schön. Ist gut, dass das, wenn es für YouTube geschnitten wird, alles ab 18 ist. Einfach so piep, 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 piep. Ja, da würden ja so viele Piepgeräusche oder Delfingeräusche hintereinander kommen, das wird ja gar nicht gehen. Da denkst du, du wärst mitten im Ozean mit ganz vielen Vögeln. Ja, genau. Ah ne, ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder buddeln. Aber zum Lilanen müssen wir doch noch ein bisschen hoch. Yay, buddeln! Yay! Oder das. Ne, das ist hier an der Klippe, okay. Na gut, dann ist hier leider nicht. Ach, hier, okay. Petersen ist das, okay. Obwohl, ist gar nicht so schlecht, dann habe ich wieder so einen Cracker. Cracker? Machst du einen Cracker? So ein GPS-Dings, der Bumster los? Ja, GPS. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch zum noch zum Grün. Muss man hier nicht buddeln? Nein, nein, Dicker, den haben wir da oben von der Klippe abgehört. Ach ja, stimmt. Ah, ja. Ich erinnere mich. Erinnere mich. You just remember. Was? Mach du? Was? Was für uns? Ja. Ach, du meinst den Schnitt wieder nehmen oder was? Aber ich höre immer. Ich höre immer alle doppelt so. Ich gucke gerade warum. Achso, da musst du irgendwas bei den Einstellungen ändern, glaube ich. Oder du hast den Stream noch nebenbei an. Genau. Da musst du bei dem Stream musst du muten. Dann kannst du quasi den Stream gucken und hier. Ah, okay. Okay.
Das Einzige, dass du dann halt keine In-Games-Town-Geräusche hast, aber das ist nicht gut. Jetzt. Super. Ah, aber wenn ihr alle miteinander sprecht, ist der Grund. Warum ist das bei mir noch ein bisschen abgehackt? Warum ist das Handyverbindung nicht so? Na, bei uns bist du auch mega abgehackt. Ja. Naja, ich surfe ja auch noch mit Mopsgeschwindigkeit, ja. Ah, okay. Wie geht los? Nix gutes Internet. Die gute alte Bambusleitung. Hm. Ach so. Ich war ja vorhin geblieben. Na, eigentlich habe ich kein halbe Gigabit, aber naja, ich habe noch nicht das richtige Handy dazu. Das hatte ich, das habt ihr vorhin gar nicht gehört, ich war gemutet. Lars ist von mir. Ja. Hast du den über Twitch gefunden in Discord? Oder? Ja, genau. Okay. Also ist es jetzt ja, der Lars, den ich auch kenne von dir, oder ist es der Lars, den ich nicht kenne von dir? Lars, kennst du Pyler? Oder Jimmy? Ihr habt euch mal im Treppenhaus gesehen, als wir die Couch hochgetragen haben. Ja, na dann sag das doch. Das kann sein. Also Arbeits-Lars. Mhm. Super, dann habe ich auch, weil es gibt auch noch einen anderen Lars. Also, den mir David gezeigt hat, den er länger kennt. Aber ich kenne diesen Lars nicht, der gerade mit uns spricht, oder? Nee, hier... Alex kennt Lars. Lars ist der uns bei der Festplatte getroffen hat. Ach ja, Kollege Scholiden, ja. Ja, deswegen. Achso, dein Nachbar. Ja, genau. Der Nachbar Lars. Ja, siehst du, dann gibt's noch den dritten. Dicker, ja. Ja, jetzt bin ich drin. Es gibt so viele Geschichten über dich, Dicker. Nein, Spaß. Nein, nicht über mich, aber ich kenne vier Leute, die Lars heißen, und drei davon kennt David. Deswegen Camp war ich David, halt die dran Camp David. Ja, aber die dran Camp David. Das Festplatten Lars, weißt du, von unter ihm. Genau. So kann ich mir den Dude merken. Festplatten Lars. Okay. Da hast du deinen Spitznamen schon mal weg. Herzlichen Glückwunsch, ja. Cool, ich bin die Leiter gerade mal von der Seite runtergeklettert. Sah auch sehr schön aus, Leute. Habt ihr bestimmt noch nicht gemacht. Ich kann es dir zeigen, aber ich krieg's bestimmt nicht nochmal hin, aber ich kann dir zeigen, was ich mit Seite meine. Mach mal auf den Rückweg. Komm. Na hier, ich bin... David kommt. Ich bin so runtergeklettert, so wie ich jetzt gegen die Leiter stehe. Vielleicht würdest du zur Seite gedrückt, weil wir alle gleichzeitig gelaufen sind. Ach, hier sind noch Kisten. Eigentlich. Hier sind noch Kisten. Ja, hier sind noch Kisten. Scheiße. Du hast recht. Ah, ich klopfe schon wieder alles raus. Blub. Achso. Ich kann ja mal die Karte einstecken, Leute. Achso, Lars, ich hab schon gesehen, du warst bei. War Thunder online? Ja, habe ich heute auch mal Probe gespielt. Und wie funktioniert's? Ja, nö, hat gut funktioniert. Aber mit dem Runterladen, das hat immer die zweimal gemacht, das hat mich hingehauen das erste Mal und dann. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe vorhin mit meinem Kind kurz gespielt. Und. Alter, wer hat meine Pfeile genommen? Die Mama musste lange arbeiten und dann. Leute, ich brauche noch Pfeile. Was macht ihr da? Lido. Hab das zusammen oder auf einen rein? Sorry, bin ich nicht gestorben? Hört man mich nicht mehr? Oder? Doch, man hört dich, reagiert nur kein auf den Schoß gesessen. Wir haben ja heute die Dinosaurier am Abend geschmissen. Ja, das ist mit dem Emulator so runtergeladen, oder? Nee, das ist PC, ja, das ist mir so zugeflogen. Ah. Aber sehr gut. Das klingt doch gut. Habt ihr mit Pistole oder mit Maus und Tastatur gespielt? Ich musste mit
eine Tastatur spielen, weil der Controller, der nimmt da irgendwie nicht in dem Spiel, das ist auch nicht. Der trägt nur Tastatur an und der Controller leuchtet zwar, aber er kriegt den da irgendwie nicht in dem Spiel. Muss nochmal lesen. Aber das Spiel ist halt nicht kompatibel, das kann auch nicht sein. Doch, sollte eigentlich. Also hast du die 4 Personen oder 8 Personen kannst du wieder spielen. Und die können ja nicht alle auf einer Tastatur spielen, das ist schlecht. Jeder kriegt dann eine Taste, 4 Tasten zugewiesen. Ja. Aber gut, das Kind hat dann trotzdem mit der Tastatur noch ein bisschen gespielt und dann. Habe ich extra gesagt, nicht Mama wieder sagen, dass wir wieder irgendwelche Ballerspiele gespielt haben. Mama kommt nach Hause. Mama, wir haben Krieg gespielt. Ich hoffe, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, deine Frau guckt dann nicht den Stream oder die YouTube-Folge, wo du das sagst. Die kann mit dem Handy umgehen, aber mehr hat's auch nicht. Der hat keinen Laptop, keinen Computer. Leute, ich backe in der Ecke, Hilfe! Wo bist du? Hinten in dem Raum mit den gelben Waschmaschinen. Wie bist du da hingekommen? Das Baby hat mich angegriffen und in die Ecke gebackt. Scheiße. Immer diese Backbabys. Warte, ich klebe an der Decke. Ich fliege. Jetzt nicht mehr. Kannst du mir auf den Kopf springen? Ich versuch's doch. Manchmal geht's, manchmal nicht. Jetzt fliege ich wieder in der Luft, jetzt nicht mehr. Der neue Endgegner, das Bugbaby. Durch den Glibber an der Decke hänge ich vielleicht manchmal so komisch, aber eigentlich stehe ich hier mehr oder weniger auf der Ecke, wenn ich. Ich hock mich ja auch nebenbei hin, aber ich komme nicht voran. Jetzt! Alter! Ja, du bist raus. Chaka. Okay. Ja, geschieht. Jetzt können wir abhauen. Boy hat Hunger. Boy kriegt Essen. Ja, ansonsten. Hat trockene Cornflakes genommen. Können wir noch weiterlaufen? Wir könnten halt nochmal die Hölle ausprobieren, aber ich hab gar keine Ahnung, wie die Hölle noch ist. Was, die Hölle? Ja, das, was du, wo alles gebrannt hat mit der Lava. Ist das denn was Neues da oder? Das weiß ich halt nicht. Hallo, Russ? Ja, ich komme, ey. Gehaft. Naja. Das ist dein Lebensnektar. Also, lecker nicht. Man darf nicht zu dir an die Leiter gehen. Ja, ich bin eine alte Hütte. Was geht ab, Kay? Du wolltest doch Agent M werden, oder? Ich könnte Agent M werden. So geil bei Men in Black 2. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, David, was meinst du? Wohin geht es? Nee, Calvin konnten wir keine Waffe in die Hand drücken. Nee, leider nicht. Ich könnte ihm mal die Frau kommt echt oft vorbei. Also. Achso, hier ist nochmal Tinte. Wenn ihr noch nicht voll seid. Aber wir sind bestimmt alle voll mit Tinte. Jetzt leckt's wieder ein bisschen, wenn wir rausgekommen sind. Ich glaube, das ist Druckerharz. Ja. Da. Wo recht, ne? Oh my goodness. Ja. I'm still fucking right. Woo. Oh. Keine Ahnung, wo wir jetzt nicht hingekommen. Ja klar, ich folge dir. Guck mal, Jusen, ich zeig dir einen tollen Trick. Warte. Was, sag mal? Ich muss bloß raufkommen. Guck mal. Wir müssen halt einmal um. Ja! 360, Digga! 360! Das war eine klassische Schraube, Digga, aus dem Bilderbuch. Ja, okay, David. Da ist die Frage: Laufen wir jetzt noch einmal um die halbe Karte herum? Oder? Naja, jetzt ist nicht mehr Winter, jetzt ist nicht mehr an allen Stellen kalt, also. Okay, das kann man auch anders verstehen. Ja, Schach, Shaolin, du hast recht. Na, das Ding ist, wir können halt, wie gesagt, auch durchs Wasser, weil es ist halt nicht mehr so kalt, ja. David ist eh der fleischige Typ. Ich sehe schon, Alter. Hat ein bisschen zugelegt, ne? Ja, jetzt haut's. Ich habe einen schrecklichen Sonnenbrand. Das sieht aus, als wenn du eine Hautkrankheit hast, Alter.
Willst du drüber reden, Dicker? Wir sind da für dich. Juckt es dich? Brauchst du eine Salbe oder sowas? Ich weiß nicht. Willst du mal der Keks sein in der Mitte? Mal einsalben. Ich glaube, es ist gut. Es ist wie, keine Ahnung. Guck mal, du bist unsere Creme. Wir stehen zwischen dir. Ich will jetzt mit ihm hier keine Art Sandwich machen oder so. Danke, nee. Aber deine Tate, klar. Die Anspielung von dir und Alex war gerade nicht alles sexuell, ne? Ja doch, aber ich will nicht mit so einer, also zumindest mit einer Hautkrankheit, aber ich möchte nicht aber, mit dir im Sandwich sein. Aber wenn man ein Sandwich überlegen würde, dann wäre es doch logisch, dass der komische Glibber-Typ in der Mitte ist und die anderen beiden trockenen Typen außen, sag ich mal. Wieso, das ist halt ein, ganz ehrlich, ist ein Hamburger bei Mc's, Alter. Ganz naja, aber würdest du sonst machen Fleisch, Brot, Brot? Oder Brot, Brot, Fleisch? Nein, man macht Brot, Fleisch, aber Brot. Ich würde nicht so ein Gammelfleisch, wo ich gerade draufstehe, fressen, Alter. Na, darum ging es ja gar nicht. Na, Logo, darum geht's doch. Wenn es aussehen würde wie ein leckeres Stück Fleisch, dann würde ich sagen, yam, yam. Hock dich mal hin und komm mal runter. Nö, da sag ich nur. Komm mal runter. Nö. Jusen, sei die Tube. Los. Na, ich lasse die Tube zu heute. Ich weiß nicht, was ihr möchtet. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Aber ich weiß, dass ich in Ruhe gelassen werden möchte. Ich warte, bis David wieder was sagt. Nee, Davidus macht erstmal Standbild, Dicker. Das dauert jetzt eine halbe Stunde, der wartet auf Trinkgeld. Und dann redet er erst weiter. Oh, nee, ich versuche gerade die ganze Zeit rauszufinden, wo wir hin müssen. Aber ich finde die Seite nicht mehr. Hast du die Seite verloren? Hast du die rausgerissen aus dem Buch? Kann sich noch jemand erinnern, wo wir hin mussten? Für den Würfel? Für den Würfel? Oh, da sind wir für den Würfel und er zieht das GPS raus. Richtig geil. Oh, das war echt schön. Aber das war. Peiler weiß jetzt doch, wo der Würfel ist. Hm? Na klar, da hast du doch letztens noch gesagt, so Dicker, lass mal zum Würfel gehen. Ich liebe den Würfel. Nee, das war wieder ein. Das war ein Las-Vegas Glücksspiel, sorry. Mein einziges Lebensmotto ist der Würfel. Huldig dem Würfel. Also, wenn ich mich noch richtig erinnere, bin zwar nicht sicher, ob der Würfel nicht in der Höhle war, aber sonst der grüne Punkt da hinten am Fluss. Ende. Denke ich. Oder es ist eine der Höhlen, oder die Höhle daneben. Dicker, wie gesagt, da die Höhle. Flussende ist theoretisch. Also ich, in meine Richtung, wo ich gucke, ne, seht ihr ja wenigstens auf der Karte, oder? Ich seht da auch nicht. Ja, das ist ein aber ihr seht ja ungefähr, wo ich so hingucke. Und da ist ja, wenn man in die Richtung guckt, wo ich hingucke, vor uns das nächste ein Fluss, der nach links unten geht. Aus der rechten Ecke. Und da drüber ist ein grüner Punkt. Und entweder der grüne Punkt oder die Höhle daneben. Glaube ich. Na, Jusen, guckst du. Könnte aber auch eine der anderen sich. Palda, lauf doch einfach mal hin jetzt. Aber warum kann David das nicht googeln? Du musst doch wissen, wo der goldene Würfel ist. Ja, ich hab's gefunden, aber ich muss erst mal gucken, wie die Karte ist. Also das ist. Vielleicht solltest du mal die Fleischmaske absetzen, weil dadurch kann man echt nicht gut sehen. Also, es erschwert es, sag ich mal. Ja, kann ich ist auch verstehen. So Tunnelblick, oder ist auch eher so Tunnelblick bei dir? Ich meine, das klebt doch auch voll im Gesicht, oder? Das ist ja nicht seine eigene Nase außen. Das ist ja die Nase von einem Toten. Guck mal, da hängt doch auch eine Hand oben raus. Da sind die Finger. Oben rechts an der Stirn, siehst du das? Ja, hier so. Mann. Wie so eine Frisur, Finger, Alter. So. Richtig angefingert. Ja, Mann, jetzt hätte er hier so einen kleinen Scheitel. Nee, Digga. Wir erkennen die Finger, sind ja, keine Haare, Alter. Brauchst du nicht verstecken, wir sehen es doch. Sei doch nicht schüchtern, Mann, wir lachen dich nicht aus, wir wollen dir helfen. Bleib stehen. Lass mich in Ruhe. Ich kann dich nicht eincremen, warte kurz. Bleib stehen. Nach einer halben Stunde sieht es ganz normal aus wieder, alles gut. Wenn ich dich ein paar Mal haue, ist es weg. Hilfe. Beim Laufen zeigt der Jusen auch nur einen Finger davon. Der mittlere, oder was? Wäre lange, Digga. Lange. Aber sowas von, Alter. Der kitzelt mal kurz die Prostata, mein Freund. Kille. Sehr schön.
So, aber kann auch keiner bestätigen, ich war schon damals in der Grundschule für meine spitzen Finger in den Rippen ziemlich bekannt. Wenn er einen nicht ins Gesicht schlagen kann, kann er die Finger zwischen die Rippen stecken. Ja, man, kurz mal zwei Rippen gebrochen aus Versehen. Kitzel mal kurz die Lunge, mein Freund. Kille, kille. Kurz mal die Mandel gekitzelt nebenbei. Gollum? Oh, oh. Spaß beiseite, Ernst ist da. Nicht Peter? Über den Berg oder um den Berg herumlaufen? Durch den Berg. Sowas von egal. Also um den Berg. Für den Berg. Ich bin für den Eurotunnel. Wie lange soll man darauf warten? Ich wäre für den Panama-Kanal, aber der ist auch nicht hier in der Gegend. Länger als ein Flughafen kann es nicht dauern. Du willst doch jetzt nicht den BER noch ansprechen, oder? Du traust das wär dich nicht da für Sachen. ER. Das wäre nicht für ER. Habt ihr da nicht irgendwie einen Chinesen, der baut euch das über Nacht? Drei Stück. Nee. Drei. Aber die machen gerade Sushi. Es ist so lustig, dass drei Chinesen so viel Leistung bringen wie 100 Deutsche oder so. Aber eines unserer Kinderlieder hat drei Chinesen mit einem Kontrabass, oder? Okay, jetzt hören wir mal auf mit der Scheiße. Also, es sollte jetzt nicht rassistisch sein von uns, ja, Leute. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Es ist kein Rassismus. Dürfen nicht drei Asiaten mit einem Kontrabass an der Straße sitzen? Naja, heutzutage darf man nicht mal mehr Indianer sagen, Dicker. Das ist jetzt auch wie, als wenn du das N-Wort zu Schwarzen sagst. Asiat ist sowas wie Europäer, das darf man ruhig sagen, Alter. Das war allgemein. Wir waren aber gerade bei Chinesen, Dicker. Ja, ich habe aber niemals das gesagt, dieses böse Wort. Ist auch kein böses Wort. Jetzt mache ich mich wieder strafbar, scheiße. Ja, jetzt kann man, also genau, weil wir können jetzt nur noch weiterhin das Falsche sagen. Man, deswegen, man sollte nicht alles auf die goldene Waage legen, Mann. Wir meinen es doch nicht böse, Alter. Wir kennen so viele verschiedene Kulturen und wir mögen sie alle. Und beziehungsweise akzeptieren sie. Die mögen sie auch nicht alle. Ja. Wir lachen genauso bei Komikern über die Witze über Deutsche wie die über andere. Und so sollte das, finde ich, für alle sein. Und man sollte auch Quatsch reden dürfen. Aber ja, ist egal. David erklimmt den Berg auf jeden Fall mit Jusen schneller als ich. Gegessen und getrunken. Ja. Ansonsten trink 5 Energies, dann läufst du doppelt so schnell. Ich hab schon 8. Trinkst du 5 Energies, dann gehorcht dir der Berg. Ja, brauchst dich gar nicht bewegen. Der Berg bewegt sich für dich, Alter. Oder ja, unter dich. Der wird einfach Tunnel und so alles für dich, Alter. Eine kleine Rutsche nebenbei. Nach 5 Energy bist du stark im Maurus, Alter. Ja, Mann. Der Energy braucht dich, Digga. Das sieht so aus, als wenn das Spiel ein bisschen leckt, oder? Im Stream? Du bewegst dich nicht durch die Welt, sondern die Welt bewegt sich um dich rum, Alter. Durch dich. In Tapu-Style. Oder geht es, Leute? Ich glaube, das sieht hier bloß auf meinem Bildschirm. Naja. Kann ja gleich mal gucken, wenn wir da sind. Wir sind ja gleich überm Berg. Ha! Wie schlecht. Da können wir wenigstens wieder den Schlitten nehmen, falls wir irgendwie links runter müssen. Ja, das stimmt wohl. Aber ich weiß nicht, ob wir links runter müssen. Was sagt dein Festplatten, Lars? Ja, die Platte ist fest, jo. Hängt. Ich guck mal, ob ich das auch die Verbindung war sehr schlecht. Also ich glaube, das würde mehr bringen, wenn du 2 Pappbecher nimmst mit einer Strippe. Da 2 Löcher drin machst und eine bei David vor der Tür legst. David hoch. Das klang ein bisschen so, als wenn du die Pappbecher noch voller Wasser gemacht hast. Genau. Kipp erstmal aus. Am besten schreibst du in den Chat. Wird ja bald besser. Und außerdem euch zuzuhören, ist schon eine wahre Pracht. Das freut mich. Echt, das ja? Du bist der Erste, der es je gesagt hat, Finda. Ist auch der Einzige, der uns zuhört. Ohne blutende Ohren. Wir wurden noch nicht verklagt, wow. So, ich würde sagen, wir nehmen den Schlitten. David sagt das Schlittenteil, warte. Ey Leute, wartet doch mal, ich bin noch gar nicht bei euch.
Na, ich muss erstmal was essen und trinken. Warum sagt er nichts? Okay, ich bin hier. Komisch ist warte, aber, warte, ich muss noch Schnitt nehmen, Schnitt nehmen, Schnitt. Bei Twitch? Ja, dauert nicht lange. Dauert nicht lange. Und schon, nee, und schon läuft alles flüssig. Perfekt. Das ist ganz komisch. Ich hab dich angeschossen, oder? Boah, Alter. Wow, wow, Alter, ich bin voll. Wow. Wie Flipperkugel, Alter. Wow. Alter. Ich stoß überall gegen. Wo sind die Jungs? Weiß, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ihr seid. Ich sehe Jusen da irgendwo vor mir, aber ich flipp gegen jeden Baum gerade. Aber flippt man hier aus? Ich flipp mir. Wow! Mühe. Da war David. David, bin hinter dir. Wow, 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 wow. Okay, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich hab ne Bäume im Gesicht. Wir sind der Natur überlassen. Ja, okay. Obwohl ich dafür nicht vom Weg abgekommen bin. Jusen. Ach, der ist hinter mir. David schlittert immer noch nach unten, wie der aussieht. Ja. Ich hab aufgehört. Ich versuch's mal vielleicht von hier. David ist heute der menschliche Schlitten. Boah, Alter. Okay, das war richtig dumm von mir aus. Wow, 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 wow. Okay, David ist da oben. Ich will runter vom Schlitten. Ich will runter. Steig ab. Danke. Schlittenfahren. Wow, ich rutsch weiter. Alter. Hab Menschen überfahren, wer verdammt. David ist da vorne auf der anderen Seite. Okay, ich versuche da mal hinzukommen. Wartet auf mich. Ich habe keine Freunde und keine Follower. Ihr seht doch schon den grünen Punkt mit dem Haus da hinten. Oder mit der... Alter! Mit dem Haus. Wie ist der David da angekommen? Ich glaube, David cheatet. Ich warte hier auf dich, Jusen, bevor wir runter. Wieso? Mit dem Schlitten und hier ist sogar hier ist Wasser. Also, ich würde sagen, hier so, Jusen. Hier wäre vielleicht gut. Warte, dann, warte, warte. Und dann warte, so Richtung warte, David, ja? Okay, von warte, warte, aus. Warte. Ja, musst du mal gucken, ob wir hier gut runterrutschen können. Du, ich okay, muss das Ding doch auch erst in der Hand nehmen. Siehst du, warte, warte, warte. Ja, okay. Hier ist eh nicht top. Ich hätte gedacht, da kommt ein kleines Stück weiter. Ich hab's auch gehofft. Ich war die ganze Zeit den let's go! Runter. Geronimo! Ja, so wird's vielleicht. Ja, bau uns, bau! Woohoo. Ja, viele Bäume, viele Bäume. Komm ich in so ein Game wie Forest. Was ist der Bäume? Woohoo! Alter, Alter! Alter! Ich bin gleich bei David, Alter. Ich hab's fast bis unten geschafft. Oh. Alter! Alter, das okay. War. Okay. Das war. Da, ach, Jusen kommt erst. Setze aus Pilers Schlafzimmer. Yeehaw! Deswegen sag ich auch immer Heidi Ho. Geronimo! Okay, reicht jetzt. Aber das war gut, also die Abfahrt von dem muss man sich merken, da kann man ordentlich. Ich bin gerade voll gut durch die Bäume durchgekommen und so, also ich habe ein paar Kilometer, ein paar Sekunden gemacht gefühlt. Passt zurück in die Zukunft, aber ich weiß auch nicht. Da fehlen nur die Bremsstreifen in der Hose. Na warte, ich kann gerade nicht gucken. Eure Wasserflasche nochmal aufgefüllt, Leute? Natürlich nicht. Ich habe bloß gerade nochmal ganz kurz geguckt, Leute, ob es am Rechner liegt, dass es leckt, aber ist alles gut. Grafikkarte läuft auf 60% und Prozessor gerade mal auf 70. Also und Arbeitsspeicher gerade mal auf 50. Also, nee, es leckt. Das Spiel ja bei, leckt. Es leckt ja bei so einem von uns. Also, es muss bei Lars irgendwie ein Problem sein. Naja, ich sehe es halt bloß drüben auf meinem Testbildschirm manchmal, dass es laggt von OBS. Aber wenn ich unten in den Stream gucke, finde ich, geht's eigentlich. Also bei mir laggt es nicht. Oh. Digga, ist aber auch manchmal auch einfach nur die Karte, die sich gerade aufbaut. Ein Leggerli? Sozusagen. Oh, machen kleine Leggerchen. So, David, jetzt sind wir an den zwei Steaks. Willst du jetzt einen Steak essen? Haha.
Achso, nee, Quatsch, wir müssen ja hier oben zu dem Dings. Zu dem Dings, Alter. Hier kamen wir ja raus, hier ist ja der Heli. Obwohl, wir könnten den Loot auch hier erst mitnehmen. Hier hätten wir das Spiel beenden können. Wir sind nicht rausgekommen. Hier, hier ist. Nee, doch, hier sind wir am Ende der Höhle rausgekommen. Ja, da ist die Höhle bestimmt hier hinten irgendwo. Ist denn da oben? Ja, nehmen wir hier erstmal die Und ihr weißt, warum Loot mit Leute. Also, steckt doch mal den Loot ein. Plünder hier erstmal alle Kisten. Also, können auch später mal Zielscheiben am Baum aufhängen und mal gucken, wer am besten schießen kann. Ich weiß ja nicht, für was die Zielscheiben sonst da wären. Genau wie Golf spielen wollten wir ja auch noch. Hinten war ja der einer Golfplatz. Da wollten wir ja mal Golf spielen gehen. Können wir auch noch mal machen. Vielleicht beim nächsten Mal. Und wer weiß, was in dem Update auch noch sonst drin steckt. Das neue Update kommt in 14 Tagen. Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht alles ausgehasselt, weil wir haben ja gemerkt, in der Bunkeranlage, wo wir ja vorhin drin waren, dass da ein Mann und eine Frau gespawnt sind, im Anzug und im Kleid. Das gab es ja vorher nicht. Das wird bestimmt in den anderen Sachen auch nochmal aufgefüllt worden sein, denke ich mal. Wo es ja vorher leer war in diesen Seelen oder Hallen oder, ja. Da denke ich mal, wird auch noch was sein. Also aber wir das werden wir auf jeden Fall mehr Gegner gebombt haben, ja, denke ja. Ich auch. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal gucken. Hier sind zu viele Kisten, zu viel Essen. Und dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, Golf spielen können wir auch noch und Wettschießen könnten wir auch nochmal machen. Können wir auch jeder machen, jeder darf eine Zielscheibe so aufhängen, wie er will und die Waffe bestimmen, mit der man schießen muss und dann... Gucken wir mal. Und beim Golfen ist ja klar, wir fangen alle von hinten an und wer die wenigsten Schläge bis ans Loch hat, weil ins Loch geht ja wohl nicht, der gewinnt halt. Alle zu. Ey, das war nur meine Taube. Das war eine Möwe, du Honk, aber. Ah, okay. Schmeiß dir Fleisch ins Wasser. Ich dachte, ich hatte nicht. Nee, aber wo wollen wir denn jetzt noch weiterhin, David? Weil so viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Deswegen die letzten 10 Minuten eigentlich wieder zurück, da wo wir heute angefangen haben, oder? Ja, außer wenn da hinten, wo der Punkt ist, wo David hin ist, halt eine Schlafstelle von uns ist, wie es aussieht. Ja, ne, hier wieder auch. Wir gehen in die Hölle rein und wenn wir das nächste Mal online ist, dann machen wir die Hölle gleich. Jo, ist ja auch schon mal ganz gut. Wie gesagt, dann gucken wir mal, was noch Neues ist beim nächsten Mal. Vielleicht da sogar am Wochenende, müssen wir aber mal schauen, da sage ich euch natürlich auf Insta und Facebook wieder Bescheid. Und Wie auf Twitch nicht? Naja, auf Twitch sieht man es ja jetzt. Also für die, die nachgucken, natürlich habe ich denen dann theoretisch auch so Bescheid gesagt. Okay, also auf Twitch, Facebook und Instagram. Ja, Jose. Wieso habe ich dich gerade getroffen? Und bei OnlyFans, wie gesagt. Nee, hast du nicht. Du Arsch. Da sieht man deinen Arsch, ja. Touché. Wenn er wegen dir morgen drei Follower weniger hat, weil sie ihn nicht auf OnlyFans gefunden haben. Das ist eure Schuld. Dass also die Welt ehrlich, ist, wie sie ist. Also ganz ehrlich, wenn ich dich morgen nicht bei OnlyFans sehe, dann würde ich auch hier weggehen. Es ist nur eure Schuld, wenn sie so bleibt. Na, Alex? Ja. Schlafen brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, ist eh. Aber einfach so speichern. Achso, wir können ja noch mal kurz nach unten looken, oder? Nein, tun wir nicht. Wir haben doch 10 Minuten. Ja, wir können doch trotzdem speichern. Hab ich schon. Okay. Aber hier ist ja hell, ne? Können wir mal die Pumpgun wieder in der Hand nehmen? Und machen wir da Pumpgun. Achso. Ja. Nicht links, klick rechts. Kombinieren. Bewegen. Danke. Ach nee. Leid, Leute. Ich glaube, wenn ich das nicht ranmache, habe ich eine Kimme, aber kein Korn. Das war ich mehr oder weniger auch ein
wirkliches Korn nicht, aber. Da ist der Kimchi wieder am Start. Also mir gefällt es besser, wenn ich so durchgucke, habe ich ein bisschen mehr. Also ich finde auch, du bist ein Kimmer auf zwei Beinen. Alles cool. Dankeschön. Jusen hat das passende Korn für deine Kimme. Und zwar ein Reiskorn in deinem Auge, Junge. Okay, komm. Ja, war schön, dass in meinem Inventar wie helles Licht ist. Wenn ich aus dem Inventar wieder rausgehe? Helles Licht, da werde ich dicht. Das ist dunkel. Alter, du kannst gerne auch mitkommen, wenn du kannst. Ich komme ja schon. Ich renne. Nee, es ist ja kein Druck hinter, aber es wäre freundlich. Cool. Okay. Hasi hat sich nicht bewegt. Hasi ist kugelsicher, Leute. Kugelsicherer Hasi. Jemand hat Hasi getötet. Irgendwas stimmt mit Hasi. Hasi hat ein bisschen Schrot gefressen. Erst da lang, Jusen. Okay, wir gehen da lang. Pass auf, nicht ausrutschen. Ich bin verwirrt. Wo soll ich hin? Für ein Horrorspiel wäre es aber echt creepiger, wenn der Hase noch zwei so eine Becken in der Hand hätte und so von links nach rechts laufen würde. Okay, wir gehen zu Jusen. Na, oder einfach die Kugel so mit dem Mund fängt und sich da sagt so, pff, lächerlich, Junge. Du meinst so wie bei den Affen oder was? Mit ja, genau, wie bei diesem, genau. Wenn der Hase dann da auch zwei Becken in der Hand hat und dann von links nach rechts und also immer hin und her läuft, wäre doch übelst creepy. Also, würde mir so zumindest gehen. So klassische Horrorfilm-Logik, wenn so ein Vieh unten lang läuft, dann passiert gleich was. Ja, eigentlich, Alex, müssten wir auch, wenn Rocky Boy gegen die Tür gelaufen, wenn Resident Evil 4 das Remake oder Remaster, ich bin gerade unsicher, rauskommt, müssten wir eigentlich auch spielen. Jo. Bist zwar auf meinem Rechner machen, aber... Jo. Alter, das ist eine geile Bude hier, Alter, das ist nice hier. Hier würde ich mal ein Lebensende verbringen wollen, Alter. Hier ist chillig. Aber das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Jusen, wir waren ja schon mal, ne? Ja, ich weiß. Aber trotzdem, ich find's immer noch ziemlich nice. Wir müssen ja allgemein auch noch echt viele Sachen spielen, irgendwie. Alter. Ja, warum zum schmeiß Beispiel? Die Pumpguns ja, durch den Club. Alter, komm mal in Ruhe mit deinem Warm. Was ist denn mit Warm? Ich weiß auch nicht, der hat irgendwie Probleme mit Worms. Können auch mal ein anderes Worms spielen, aber ist halt ein bisschen schlechter. Obwohl, der so Esto meinte damals, dass der eine 3D-Teil ganz gut war. Das habe ich auch mal mit ihm gespielt. Ich glaube noch sogar auf der PlayStation 3. Ja, oder Golfit. Wie gesagt, Golfit. Golfit ist auch wieder ganz gut. Oh, ich bin hier wieder in der Gaskammer, Leute. Wart ihr hier hinten schon? Warte. Gaskammer ist ja jetzt auch übertrieben. Aber da, wo das Waschbecken raus ist, wo das Gas war, da kommen wir doch zu der... Zu dem Tor, oder? Wo wir die Hand drauflegen mussten. Ah. Oh. Ja, das war doch richtig, oder? Ja, sorry, jetzt. Das ist richtig. Na, dann Attacke rein da, Herr Gemeinder. Auch vorher fast nicht noch viele. Ich spitz mir die komplett. Zeig. Wo war's offen? Leben voll. Wie hast du schon aufgemacht? Es war vom letzten Mal schon offen, Digga, wir waren ja schon drin. Stimmt. So. Achso, wir können das Kreuz benutzen. Die alle verbrennen lassen. Na, dann benutzt mal das Kreuz. Ich warte hier auf euch. Bei der Lava. Ja, wir haben jetzt so oft dasselbe Thema angesprochen. Jetzt kommt hier schon Durex-Werbung bei dir. Ich frag mich, warum da überhaupt Werbung kommt. Version, ja, wo ist so? Ich glaube, ich habe Christi. Ich glaube, ich hatte gar keine eingeschalten. Doch, wir hatten doch letztes Mal eingeschalten, dass du am Anfang keine hast, aber davor ach so. Zwischendurch einmal. Ja, einmal. Aber jetzt wurde mir ja von zwei Personen schon. Okay. Hattest du vorher noch keine, Alex? Doch. Du hast immer so im Abstand von einer halben, dreiviertel Stunde kommt immer mal ein kleiner, also kein Werbeclip, sondern eine Werbeeinblendung unten. Ah, okay. Also man sieht den Stream noch und da ist keine Werbung direkt oder was? Genau, also du, ja, man sieht den Stream und unten kommt wie so ein. Ja, wie das nennt, wie eine kleine Einblendung. Genau, du hast nicht Werbung, kannst nicht gucken, sondern ist nur klein in der Ecke. Ja, genau, so quasi das Produkt, also der Produktname und ein Preis daneben, also klein weißen Kästchen.
Aber dafür hast du halt keine Berge mehr, wenn man auf den Screen geht. Oh. Nee, genau. Also diese 20-Sekunden-Werbung oder sowas hatte ich noch nicht. Ja, deswegen haben wir das ja so eingestellt. Ja. Braucht ihr Rüstung? Oder? Ja, ich brauch. Wasser rein. Aber hier anders. Die Lava ist auch so groß. Die Lava ist so voll laut, Alter. Ja, wie bei Ark die Wasserfälle. Ja. Hier, Messer rein mit der anderen raus. Wenn ich es hinkriege, jetzt. Ich hab. Schmeißen wir das mal schnell über, Leute. Und der macht beide schnell, ich pass auf. Bin fertig. Okay. Das dauert bloß 2 Sekunden, Digi. Warte mal auf Usen, bitte. Er konnte den Ring noch nicht loslassen. Usen, lass den Ring los. Wir müssen Sauron besiegen. Ich dachte, wir haben Usen da rein. Oder hat mir gerade den Finger abgebissen, alles gut. Alles gut. Kannst du mit leben, ja. Ja, ich bin in der Story-Mode gerade, alles gut. Ich habe die Story soweit fast fertig, Alter. Also hier geht's weiter, kann auch einer gern runtergehen, wenn er es versuchen will. Okay, nee. Ungerne. Da ist eine Kiste. Oder drüben hängt jemand. So, ich hab die Kiste. Also, oh, ein Draht. Das hört der Bade. Oh, sorry. Den Heiligen Grad oder was? David voll getroffen. Ja, das ist dein Kammer, nicht meine, alles gut. Ich bin mit der Maus, mit dem Daumen. Der hat so ganz leicht gezuckt gerade und auf 5 ist auch Schießen gleichzeitig. Da habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Crazy Geschichte, Dicker. Ich würde sie verfilmen lassen auf jeden Fall. Nee, dann kriegst du jetzt auch eine Schrot in den Arsch. Mein Dicker, es macht doch nur Schaden und Kugelverschwendung. Warum tust du das überhaupt? Lass sie jetzt mit der Kraft Gottes brennen. Oh, die haut schon ab. Ah. Warner Bravas hat schon Rechte angemeldet in dem Stream. Ich weiß nicht, ob jetzt habe ich bestimmt Usen getroffen, weil er durchgelaufen ist. Ich lasse es mit dem Schießen. Das ist korrekt. Wenn Warner Brothers den Stream von Pyler verfilmen würde, würde Johnny Depp Pyler spielen und Keira Knightley usen. Wäre völlig okay. Messer rein mit der Arme raus. Aua. Na, wo bist du? Ich höre dich doch. Dann müsste David ja Orlando Bloom sein. Nee. Also ich bin eigentlich The Rock. Innerlich vielleicht, aber äußerlich gar nicht. Also ich finde, warum nicht? Also ich bin der wieder so ein klassischer The Rock Character. Weiter! Ja, Messer rein, Gedärme raus. Nee, wir sind schon weiter, Digga. Jetzt zuckt er nicht mehr. Wir wollen nur noch Gedärme eigentlich. Jetzt zuckt er nicht mehr. Ich würde hier eigentlich, ich weiß ja nicht genau, wie jetzt Feier machen. Ja, mit ein Minütchen drüber sind okay. Ja, aber nicht lang. Die Höhle ist halt noch lang. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht sind wir aber auch unten 5 Minuten draußen. Bis Nulle geht's auf jeden Fall. Nee, durch die Höhle sind wir ja schon mal. Also genau, Alex. Also, nee, du hast ja recht. Und dann beginnt der neue Tag, aber nicht der Stream. Also hier wäre ein Bettchen bauen, oder? Können wir auch machen. Wenn es hier noch lange weitergeht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber hatten wir hier nicht schon mal ein Bettchen? Nee. Das war eine andere Höhle. Hier ist ein schöner Lava-Wasserfall. Das ist doch fast romantisch. Weil hier kommen doch noch jetzt mehrere Ebenen. Da war doch noch dieser Riesengang von oben nach unten und ist alles möglich. Ich gehe einfach mal. Jetzt sind wir wieder in einer anderen Lava-Höhle. Ah, okay. Ja, die hier meine ich, glaube ich, genau. Ich würde lieber da oben wieder ein Zelt machen oder keine Ahnung. Waren da unten nicht letztens richtig viele Gegner?
Ja, deswegen, ja, das dauert ja hier noch ein bisschen. Ich will wieder hochgehen. Na, okay. Also da hast du doch die ganzen Granaten geschmissen, kannst du dich erinnern? Jo, ein paar Mollis habe ich noch bei. Kann auch noch ein paar machen. Jetzt schmeiß ich heute die Mollis, Alter. Morgen. Beim nächsten Mal. Ja. Ihr wisst schon, wie ich meine. Das Problem ist ja, wenn wir reloggen, dann spawnen die halt wieder nah. Jo. Hier oben ist, glaube ich. Jo. Nee. Noch? Oh, ich hab keine. Der Molly G dann. Hat jemand eine Plane bei? Ja, ich baue schon. Fuck, ich habe auch keine Plane bei. Oh. Alter, hast du eine Plane bei? Ja, eine Plane bei. Warum rechts irgendwo? Nein. Fuck. Ich habe Fleischtaschen bei, vielleicht ist da noch eine Plane. Eher selten. Ja, wir gucken mal, vielleicht haben wir Glück. Wieso würde ich schon eine Plane in so eine kleine Leertasche passen? Also vielleicht, können wir ein Bett hier drüber bauen? Die einzige Sache ist, dass wir wieder zurücklaufen, weil da hat man ja ein Zelt. Wir gucken. Oh, Shotgun-Muni. Das ist nur eine Spontane von dem Use. Kann man annehmen? Kann man auch komplett ignorieren? Ich steig. Usual. Oh, ein Bettchen kann er bauen. Ah, braucht ein Stück. Das ist ja auch geil. Gespeichert ist. Uli. Gut, ausgepackt haben wir auch. Auch noch einer was? Da liegt noch was drin, glaube ich, bei mir. Oder? Wo hat er gerade die Tabletten hingeschmissen? Nee, die liegt nur im Stock. Okay. Dann speichern wir. Und machen wir nächsten Mal weiter, oder was? Lass mich noch ganz kurz hier ein bisschen was essen und so, dass ich für nächstes Mal fit bin. Esst ihr auch und trinkt. Wollen wir kurz pennen gehen, dann haben wir ein bisschen Energie wieder vor. Oder den Stamm, da fehlt aber wieder Essen und Trinken. Ja, okay, stimmt. Was fehlt dir mit? Essen und Trinken. Also Energy nochmal rein. Was fehlt David? Essen und Trinken. Ah, okay. Wir sind bis jetzt fertig. Jo, dann würde ich sagen, springt Peiler noch mal kurz in den Lavasee, schwimmt ein bisschen, noch ein paar Flickflacks und dann gehen wir auf oder was? Aber weiter, oder weiter, weiter. Ist das gespeichert? Ja. Hier ist ein ja, ich habe auch gespeichert. Warum denn? Hm. Warum, David? Wie, warum? Weiß ich doch nicht. Kommen wir jetzt weiter? Aber, hä? Okay, können wir machen, wenn du willst. Na, ich hab gedacht, wir hören jetzt auf. Dachte ich auch, ja, aber... Nee, ich warte auf deine Antwort. Ah, okay. Okay, danke. Ach so. Er hat doch gespeichert, also, ja. Ach so, das hast du gesagt, wir haben... Ach, das sollte ein Stichwort sein. Okay, okay. Na dann, Leute, denn, sagen wir mal goodbye für heute. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, danke fürs Nachgucken, danke fürs Abonnieren, danke fürs Followen oder was ihr sonst so getan habt. Und auch wenn nicht, trotzdem danke. Dann sagen wir auf jeden Fall tschüss. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut da rein. Tschüss. Bye, bye.